Herzlich willkommen zurück zum vierten Teil von Fallout New Vegas. Es lädt gerade noch, da sind wir schon. Doc Mitchell zum Ausgang folgen. Das machen wir noch nicht, da wir uns erstmal sein Haus anschauen. Und mal gucken, was hier alles so rumliegt. Kronkorken. Nehmen wir alle mit. So. Munitionskiste. Alles. Truhe nehmen wir auch. Messer nehmen wir mit. Wildkürbisse nehmen wir auch mit. Erste-Hilfe-Kasten ist immer gut. Stimpack, jawohl. Noch ein Stimpack. Creme nehmen wir auch mal mit. So. Dann haben wir hier schon mal alles. Gehen wir mal in sein Schlafzimmer. Schlachtbrett brauchen wir nicht. Bücher. Brauchen wir auch nicht. Was haben wir hier? Schachtel Zigaretten, Schachtel. Eine Stange. Nehmen wir mal mit. Okay, das war's dann hier auch. Was haben wir hier noch? Das Badezimmer. Abraxo Putzmittel. Nehmen wir auch mal mit. So, dann nehmen wir uns noch die Küche vor, Hefe. Nehmen wir auch mit. Schauen wir mal in den Kühlschrank, was er da so hat. Nehmen wir mal alles. Eigentlich ist er mir ein sehr sympathischer Ödlandbewohner, aber ja. Wir brauchen halt sein Zeug. Mehl. Was sein muss, muss sein. Gut, dann sind wir ja auch fertig. Ist nix. Truhe. Okay, was fehlt jetzt noch? So, nix. Ah, doch, das nehmen wir mal mit. Baseball-Handschuhe. So, dann schauen wir uns mal hier um. In seiner Praxis. Blutpaket, OP-Schlauch, Medics. Ja. Aktivieren, kaputte 9mm Maschinenpistole. Diese 9mm Maschinenpistole ist kaputt, aber ihre Funktionstüchtigkeit kann vielleicht wiederhergestellt werden. Reparieren von mindestens 25 erforderlich. Wir haben auf jeden Fall Reparieren von 25. Deswegen die 9mm Maschinenpistole reparieren. Ja, damit geht sie wieder. Schauen wir in der Kiste nach. Nehmen wir mit. Was haben wir hier? Chemiekasten. Aktivieren. Es scheint ausreichend chemische Komponenten zu geben, um eine kleine Menge Medikamente herzustellen, sofern man die entsprechenden Kenntnisse hat. Wissenschaft von mindestens 25 erforderlich. Ja, sie in Ruhe lassen, Stimpacks herstellen, ein paar Drogen herstellen. Ja, auf Drogen sind wir nicht so. Deswegen stellen wir uns mal ein paar Stimpacks her. Und wir haben 5 bekommen, das ist sehr gut. Stimpacks kann man immer gebrauchen. Gut, was gibt's hier noch? Eine Arzttasche. Die wird wohl auch sehr wichtig von uns sein, da wir im Hardcore-Modus mit den Stimpacks die verkrüppelten Körperteile nicht reparieren können. Der moderne Arzt. Nehmen wir mit. Okay. Dann scheint es ja hier das gewesen zu sein, was wir mitnehmen können. Energiezelle noch. Laserpistole. Redex. Stimpack. Gegengift. Stimpack. Ah, wir werden hier zugeschüttet mit Stimpacks im Moment. Das wird uns später noch von Vorteil sein, nehme ich mal an. Krücken. Ach komm, nehmen wir auch mit, die verkaufen wir gleich. So. Dann schaut er doch ganz gut aus hier schon. Dann gehen wir mal zu ihm hin. Hier, das gehört Ihnen.
Das war alles, was Sie bei Ihrer Einlieferung dabei hatten. Habe mir erlaubt, einen Blick auf die Notiz zu werfen. Hätte ja Hinweise auf Angehörige geben können. Da stand aber nur was von einem Platin-Chip. Wenn Sie wieder nach draußen gehen, sollten Sie das hier haben. Man nennt es einen Pip-Boy. Ich wuchs in einer dieser Walls auf, die Sie vor dem Krieg bauten. Wir bekamen alle so einen. Mir nutzt er jetzt nicht mehr viel. Aber nach allem, was Sie durchgemacht haben, möchten Sie ihn vielleicht. Ich kenne das Gefühl von Verlusten. Und ziehen Sie das hier an, damit die Leute Sie nicht wegen mangelnder Sittsamkeit aufs Korn nehmen. War sowieso nie ganz mein Stil. Danke, dass Sie mich zusammengeflickt haben, Doc. Sie hätten mein Zeug nicht durchsuchen sollen. Und was mache ich jetzt? Ja, danke, dass Sie mich zusammengeflickt haben, Doc. Keine Ursache. Dafür bin ich ja hier. Bevor Sie die Stadt verlassen, sollten Sie mit Sunny Smiles reden. Sie kann Ihnen beibringen, wie man die Wüste meistert. Sie ist sicher im Saloon. Einige andere Leute im Saloon können Ihnen vielleicht auch helfen. Und der Metallbursche Victor, der Sie aus dem Grab gezogen hat. Sollten Sie da draußen verletzt werden, dann kommen Sie einfach zurück. Ich werde Sie wieder in Form bringen. Aber versuchen Sie nicht noch einmal getötet zu werden. Hardcore-Modus. Fallout New Vegas kann auch im neuen Hardcore-Modus gespielt werden, der eine sehr viel größere Herausforderung darstellt. In diesem Modus setzt die Wirkung von Stimpaks erst nach und nach ein und man kann damit keine verkrüppelten Körperteile heilen. Redaway entfernt Reds auch erst nach und nach. Munition hat ein Gewicht und die Dehydration ist eine ständige Bedrohung. Dieser Modus wird nur erfahrenen Spielern empfohlen. Der Hardcore-Modus kann jederzeit im Gameplay-Menü an- und ausgeschaltet werden. Wenn er jetzt aktiviert wird und bis zum Ende der Hauptgeschichte aktiviert bleibt, dann erhalten Sie eine zusätzliche Belohnung. Möchten Sie den Hardcore-Modus jetzt aktivieren? Ja, ich habe es von Anfang an gesagt. Und ja, wir werden Fallout New Vegas im Hardcore-Modus spielen. Gut, damit sind wir hier fertig beim Doc Mitchell und dann gehen wir mal nach draußen. Wir sind wieder im Ödland unterwegs. Das schaut doch mal gut aus. So, gut. Schauen wir mal im Briefkasten. Meistens nützliche Sachen drin. Wenn denn was drin ist. Ja, unterhalten wir uns noch kurz mit unserem Retter hier. Das müsste er sein. Dem Victor. Howdy, Partner! Sie sehen richtig gut aus, wenn ich das so sagen darf. Ja, was haben wir zur Auswahl? So einen Roboter habe ich noch nie gesehen. Ich bin ein Securitron. Rocco Sicherheitsmodell 2060B. Wenn Sie mal einem meiner Brüder begegnen, können Sie ihm Howdy vom Victor ausrichten. Ja, Howdy. Wie hast du mich gefunden? Während eines Abendspaziergangs hörte ich Geräusche vom alten Gottesacker. Ich sah ein paar fiese Kerle, also hielt ich mich bedeckt. Als sie weg waren, habe ich nachgeschaut, ob sie noch leben. Das taten sie. Also schleppte ich sie so schnell es ging zum Dock. Danke, dass du mich aus meinem Grab ausgegraben hast. Keine Ursache. Ich bin immer zur Stelle, wenn ein Fremder in Not ist. Weißt du, wer diese Männer waren, die mich angegriffen haben? Kamen mir nicht bekannt vor, die Lumpen. Vielleicht können ihnen die braven Bürger der Stadt dabei weiterhelfen. Was hat dich denn nach Good Springs verschlagen? Ich bin vor 10, 15 Jahren in die Stadt gekommen. Davor kann mich irgendwie nicht erinnern. Seltsam. Naja, ist eine friedliche Stadt und wohl auch ein guter Ort, um sich niederzulassen. Ja, tschüss. Gute Reise.
Gut, an dieser Stelle machen wir einen kleinen Schnitt.